Rapper Blühphase prügelt sich mit seiner Freundin im TV. Blühphase, 25, sorgt mal wieder für Aufsehen. Die Beziehung des Rappers mit der Musikerin Krise Anrock sorgte in der Vergangenheit des Öfteren für Aufsehen, so wurde ihre Partnerschaft von öffentlichen Streitereien, gewalttätigen Auseinandersetzungen und Fremdgehvorwürfen überschattet. Deshalb haben die beiden sogar eine eigene Show namens Krise in Löw bekommen. Die aber natürlich nicht ganz ohne ist, Krisians Vater und Blühphase prügelten sich in der Sendung. In der aktuellen Folge ihrer Show sieht man die erste Begegnung zwischen dem Vater der Musikerin und Jonathan Michael Porter, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt. Dabei mahnt der Papa seinen Schwiegersohn davor, seine Tochter nie wieder körperlich anzugehen. Darauf antwortete der Tozianer-Interpret lachend, ob er Krisian denn nicht beigebracht habe, keine Männer zu schlagen. Das brachte das Fass zum Überlaufen, der Vater schlug ihm ins Gesicht. Woraufhin eine Prügelei zwischen den beiden entstand. Erst Mitte November hatte Blühphase für schockierende Nachrichten gesorgt, er wurde von der Polizei verhaftet. Während er und seine Partnerin zusammen auf einer Bank gesessen hatten. Der Grund? Ihm wird das illegale Abfeuern einer Waffe sowie ein Mord vorgeworfen. Wie es genau in diesem Fall weitergehen wird, ist allerdings noch nicht bekannt.